Endlich ist es soweit. Die Cuba Orange kommt. Und dann diese grünen, diese unreifen Dinger. So, waren mehr Äpfel. Du kriegst die ja gar nicht aus der Schale raus. Mühevoll zu zerschneiden. Ich kann mich daran erinnern, bei uns war die immer so dünn. Die war so dünn, ich weiß nicht, was ist denn da passiert? Wenig Saft, aber viel Kerne. Trotzdem haben wir gestrahlt wie die Verrückten, wenn wir sie hatten. Und sie kamen von unseren befreundeten sozialistischen Brüdern und Schwestern aus der kubanischen Volksrepublik. Cuba Orange war eine Zumutung für alle Beteiligten. Und die sind einfach auf ein Schiff draufgepackt worden. Man hat gesagt, na, wenn die dort ankommen, sind die schon reif. Die wurden auch Fidels Rache genannt. Und das war die einzige Südfrucht, die immer im Geschäft lag. Und da stand ein alter Mann vor mir und da sagte er zu der Verkäuferin, haben Sie nicht schon mal was Grünes? Und da sagte die Verkäuferin, nur die kubanischen Apfelsinen.